Lass uns mal schauen, wie warm ist das Wasser. Wow. Warmes Wasser. Und mit diesem Ausblick hier. Wir hoffen, dass Sie einen angenehmen Aufenthalt bei uns hatten. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Nacht hier in Barcelona und eine sichere Weiterreise. Nachdem wir an unserer Parkposition angekommen sind und Sie dann die Staubfächer öffnen, bitten wir Sie vorsichtig zu sein, da Gegenstände eventuell rausfallen könnten. Schauen Sie auch nochmal in den Taschen nach. Es ist ja Mitternacht und ich bin in Barcelona angekommen. Seit 12 Stunden unterwegs, heute Morgen noch in Berlin. Kaum erwarten, so ein Taxi zu finden und endlich mal in ein Hotel zu kommen. Sollte ein nettes Hotel, Boutique-Hotel sein. Bin ganz gespannt. Nur, wo ist mein Gepäck? Ich sehe mein Gepäck nicht. Ich liebe es, wenn man viel Platz in die Dusche hat. Unglaublich. Ich bin in Barcelona für 3 Tage. Lass uns mal schauen, was wir machen können in 3 Tagen. Habe ich mal gesagt, wie schön ist das, Platz zu haben in die Dusche? Oh, guck mal hier. Also mein Plan wäre, eine Elektrofahrrad zu mieten und schauen wir mal, wie weit ich damit komme. Los geht's! Ja, sieht gut aus draußen, ist viel los und es ist nicht so warm, nicht so heiß. Guck mal, blaues Himmel. Zuerst lass uns mal einen Blick auf dem Hotel werfen. Das ist cool, ne? Sollte eigentlich eine ganz coole Bar oben auf dem Dachterrasse sein. Das ist die Ausrüstung heute. Die Kamera mit dem neuen GoPro 7 und ich habe noch die kleine Drohne Tello and also my main vlogging setup. Ich war noch nicht in Barcelona, also ich bin aufgeregt. Ich sehe hier Sonnenterrasse. Wow. Ist das nicht toll? Guck mal, was es hinter mir ist. Das ist wahnsinnig. Ich war in vielen Hotels auf dieser Welt, aber das ist eine der surrealsten überhaupt. Erinnert mich ein bisschen an die Havanna, an diese Location, wo man ganz oben auf dem Gebäude das ganze Stadt sieht. Und das ist hier quasi das Gleiche. Du bist mittendrin, das siehst du überall. Welche sind die touristischen Objektive, die ich sehen möchte? Das ist natürlich die Kirche, die Sagrada Familia, die noch nicht fertig ist, seit 148 Jahren. Dann sind die etwa modernere Gebäude. Das ist der Hafen. Der Hafen ist ganz toll, sollte ganz toll sein. Man könnte mit dem Gondel gehen. Es ist eine Gondel da, die überquert das ganze Stadt. Und das geht da auf dem Hügel da hinten. Da sollte auch der Gaudi Park sein. Ist absolut auf der Liste. Man sieht die Stadt sehr schön und hat man diese besonderen Gebäude mit dem abgefahrenen Architektur im Vordergrund. Und ich würde auch gerne was sehen, die nicht unbedingt so touristisch ist. Und natürlich in einer von den 3 Tagen muss ich unbedingt hier einmal reinhüpfen. Oder vielleicht jeden Tag einmal. Ich habe jetzt ein elektrisches Fahrrad gemietet und lass uns mal den Stadt sehen. Also das ist was Besonderes. Ich habe niemals in meinem Leben sowas gesehen. Absolut wahnsinnig, ja. Sowas in Barcelona unbedingt probieren. Und wie war die erste Tag hier in Barcelona? Erstmal Cheers! Ohne einen ganz genauen Plan zu haben, ich habe erstmal ein Fahrrad gemietet und einfach zu dem Sehenswürdigkeitspunkt geradelt, was man von der ganzen Stadt sehen kann. Und das ist natürlich die La Sagrada Familia. Sehr beeindruckend.
muss ich zugeben. Man sieht immer und überall verschiedene Kirchen, verschiedene Größen und Formen. Das ist was anderes. Das ist von allen Seiten besonders. Das ist von allen Seiten anders. Das ist beeindruckend groß. Du fühlst dich klein und weiß nicht, wie soll ich das ausdrücken. Du fühlst dich ganz klein und ja. Das ist übrigens da hinter mir. Und dann war ich auf dem Hügel da hinten. Das ist die Park Gaudí. Gaudí. Das ist ein Park, wo es Gaudí gibt. Das ist die Gaudí Park. Ne? Das ist auch ganz besonders. Das war viel los. Ich konnte nicht so lange warten. Aber hat mir gut gefallen. Der Barcelona selber erinnert mich sehr an Kuba, vor allem diese Gassen hier, was in die gotische Quartier. Und solche Gebäude, so wie das hinter mir, das ist was man auch in Havanna sehen kann. Es hat eine entspannte Flair. Ich habe genossen, die Straßen sind relativ groß und trotzdem viel Verkehr. Die haben Wege für den Fahrrad im Zentrum super, super toll gemacht, direkt mitten in der Straße. Also was ich mich manchmal in Deutschland wünschen würde. Und es sah ein bisschen dunkel aus, es sah ein bisschen wolkig aus. Und ich dachte, jetzt fahre ich lieber zu dem Hotel, noch ein bisschen diese Terrasse in die Abendstimmung zu genießen. Das war der erste Tag. Und der Tag ist noch nicht fertig. Also ich meine, guck mal, der Jacuzzi hinter mir ist leer. Also man kann jederzeit reinspringen. Das Wasser ist warm, ist eigentlich ganz cool. Ich gehe wieder in die Stadt und ich brauche ein bisschen Kaffee. Und die bin da sogar umsonst hier am Hotel. Das ist so cool. Also lass uns mal einen Kaffee machen. Ja, die Tapas waren gut. Ne? Es gibt überall diese Tapas-Ware, die sind so lecker. Da gehst du rein, dann kriegst du für 2 Euro jede Menge Kleinigkeiten. Ja, hier wieder eine. Das ist einfach geil. Ich sagte vorher auf der Straße, ein Flamenco-Show gehört einfach dazu.